Hallo, mein Name ist Serkan Tunca, ich bin veganer Küchenchef. Ich bin heute da, um euch ein paar Alternativen, ein paar pflanzliche Alternativen zur Schulverpflegung zu zeigen. Da haben wir heute auch einen Klassiker als erstes, und zwar ist es die Bolognese. Ja? Der Vorteil von unserer Linsen-Bolognese ist zum einen, ist es klimafreundlicher, ja? 90% weniger Klimagasemissionen als Rindfleisch, sind länger haltbar. Man kann sie trocken lagern, man muss sie nicht kühlen, man muss keine Hackfleischverordnung beachten. Sie sind reich an Proteinen und enthalten wenig Fett. Wir haben hier rote Linsen, Zucchini, Aubergine, Sellerie, Zwiebel, Knoblauch, Tomatenmark, Gemüsebrühe, passierte Tomaten und ein paar Gewürze. Und dann zeige ich euch, wie man die zubereitet. Das Gemüse in kleine Würfel schneiden. So, dann können wir das Ganze in der Pfanne anschwitzen. Kommen unsere Linsen dazu. Die Linsen sind sehr reich an Eisen. Und der andere Vorteil bei Linsen ist natürlich, es ist preisgünstiger als Hackfleisch. Ein bisschen Tomatenmark dazu. Ein gutes Stück Gemüsebrühe. Und etwas Zierer Tomaten dazu. Und dann 10 bis 15 Minuten lassen wir das Ganze köcheln. So, die Linsen sind jetzt fertig. Wir werden es jetzt ein bisschen würzen. Wir haben hier Kräuter de Provence. Da geben wir ein bisschen was dazu. Ihr könnt natürlich auch optional andere getrocknete, auch wenn ihr natürlich auch wollt, frische Kräuter nehmen. Ja, passt Oregano und Thymian auch sehr gut dazu. Dann ein bisschen Pfeffer und ein bisschen Salz. Nudeln habe ich schon mal vorbereitet und dann richten wir das Ganze an. Ja.